Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Es ist schön zu wissen, dass hier alle sechs Nester der Freaker ausgeräuchert wurden. Das Holzfäller Camp ist somit befreit worden. Wir hatten beim letzten Mal den Aufbruch getätigt von Copelands Camp hier rüber zum Holzfäller Lager. Darum wollte sich ja ursprünglich Boozer kümmern. Mal der Ansatz war zwar vernünftig, aber man darf halt nicht vergessen, in welcher Verfassung er sich selbst befindet. Und das ist unangenehm. Wirklich unangenehm. Ich hätte mit euch den Weg jetzt Richtung der Gedenkstätte von Sarah einmal eingeschlagen. Die Mission oder die Story, ich erinnere mich, heißt es. Und etwas mehr als 2 Kilometer mit der etwas besser ausgebauten Maschine ist in Ordnung, ja, aber wahrscheinlich, da wir hier noch diesen Kontrollpunkt von Nero passieren, hoffe ich einfach mal, dass wir da, ich meine, da steht ja sogar, ne, den Strom wieder herstellen. Ich hoffe einfach mal, dass wir dort auch einen Benzinkanister finden. Weil ansonsten wird das hier echt eine relativ kurze Fahrt. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir hier wegkommen. Und wer weiß. Beziehungsweise, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass das zwischenzeitlich, abgesehen von den Wölfen, Copeland sich auch nochmal melden wird. Über das Radio Free Oregon. Aber wisst ihr was, wenn wir hier schon oben sind, dann werden wir hier am besten nochmal auftanken. Kann ja nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Vielleicht pennt Boozer ja derartig. Ach, schaut mal. Dass er es gar nicht gehört hat, dass wir hier waren. Er hat seine Maschine hier zumindest unten im Schuppen abgestellt. Verkehrt ist das keinesfalls. Zwei Hirsche sind hier auch noch unterwegs. Der war gerade ganz schön stur, der Junge. Wisst ihr was, ich werde mir das mal auf der Karte markieren, weil wahrscheinlich wäre ich nämlich sonst dran vorbeigefahren. Sieht aus wie eine, ne? Ah, krass, dass mittlerweile auch die Schachteln mit Nägeln voll sind. Oh yes. Tja, wer auch immer hier versuchte kurzweilig zu übernachten. Wer weiß, vielleicht ist es ja geglückt. Vielleicht aber auch nicht. Ja, komm. Okay.
Nehmen wir die Machete mit. Ich meine, es sieht jetzt schon fast so aus, wirklich wie bei Left 4 Dead, ne? Man kann was mit anfangen. Sie ist wahrscheinlich nicht auf der gleichen Höhe wie die Feuerwehr-Axt, aber sie ist schon durchaus eine sinnvolle Tötungsmaschine. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Ah, da ist tatsächlich sogar ein. Oh. Hier ist tatsächlich sogar noch ein Benzinkanister gewesen. Ha, und hier hat es noch einen schön von Nero zerlegt. Oh, shit. Das hier ist auch nicht gerade besser, aber das, was ich da hinten sehe. Macht es jetzt nicht unbedingt besser. Na, vielleicht ist das hier nochmal ein kleiner Zwischenstopp, bevor wir wirklich weiterfahren. Ich weiß selber nicht ganz genau, ob das sinnvoll ist, was ich hier angehe zu versuchen. Der hat verdammt stabile Knie, der Typ. Mann, ich hoffe mal, ihr habt das selber gerade gesehen, dass er da von oben einfach runter gedroppt ist. Hab ich denn noch? Ja. Es wird verdammt wichtig werden, zu wissen, wo sich die ganzen. Hier ist schon einer abgeflogen. Wo sich die ganzen Lautsprecher nämlich befinden. Um die würde ich mich tatsächlich zuallererst kümmern. Die Masse an Gegnern, mit denen werde ich mich erstmal nicht anlegen. Das könnt ihr vergessen. Okay. Hier oben ist noch einer. Wie soll ich da nur reinkommen? Ja, leider ist da auch kein Vorhängeschloss, welches man abschießen könnte. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht durch. Nee. Nicht wirklich. Da ist schon wieder einer runtergeflogen. Das ist ein dünnes Eis, auf dem ich mich hier bewege. Wie gesagt, ich bin echt froh, dass die Typen nicht so gut riechen können. Und da ist auch noch einer. Okay. Alright. Erstmal Zeit für einen taktischen Rückzug. Das kann unangenehm werden. Dicken, dicken, dicken. Bleib jetzt nicht stehen, ey. Oh, shit. Ja, okay, es ist nur noch einer. Glück gehabt, ey. Mit einem kommen wir ja noch klar. Machen Sie sich wieder auf den Weg zu den Waggons. Brauche
Okay. Ich muss es dann mal von der anderen Seite ausprobieren. Weil die Familienaufführung, die brauche ich nicht. Ach, da ist ja sogar noch ein Lager. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier auch noch die Wölfe an den Hacken. Na genau, geht mal schön wieder rein. Oh, ich hoffe echt mal inständig, das ist der letzte. Wie viel Haltbarkeit hat denn das Ding noch? 44, okay. Dammit. Scheiße, fast leer. Ja. Okay. Fast leer geschossen ist aber immer noch überlebens-, also in einer Situationslage wie jetzt, immer noch besser, als wenn nachher alle um die Tür herumstehen. Wollte gerade nicht aufstehen. Okay. Wir haben ja. Genau, beim Holzfällerlager hatten wir einen Attraktor in die Finger gekriegt. Und der war auch relativ gut eingesetzt worden. Nur von den Benzinfässern oder explosiven Fässern, die hier liegen. Man könnte versuchen, was draus zu machen, aber das ist mir echt schon fast zu risky. Ne, da, wobei, Moment. Doch, da oben, da sehe ich was. Da steht ein Kanister. Direkt an der Lokomotive. Da kommt die, nehme ich es mit. Dankeschön. Versuch auf der Scheißgenerator. Wenn man einmal kurz dem Strom folgt. Gut, da hinten ist der letzte Masten umgeflogen. Da ist er nicht gewesen. Ja, den erstmal zu finden, wird interessant. Ein Weg aufs Dach. Nein. Nein, 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 nein. Ich sag mir nicht, es gibt hier keinen Generator. Weil wenn dem so ist. By the way, auch ein schöner See. Wenn dem so sein sollte. Ah, mir juckt das Ohr. Wenn dem so sein sollte, dass ich hier gar keinen Generator starten muss. Jo, dann wird's unangenehm. Weil ich weiß ganz genau, wenn der Wagen da erstmal runterrollt, dann sind die Leute hier aber wirklich aufgekratzt. Ich kann's ihnen nicht verübeln. Wenn man mich so aus dem Schlaf reißen würde, würde's mir nicht anders ergehen. Alter. Dann ist die Frage, wie weit kann ich denn eigentlich... Oh, weit werfen kann ich ihn schon. Ich könnte... Ich könnte ein Arschloch sein. Und wisst ihr was? Das könnte sogar funktionieren.
Junge, woher, Alter? Woher? Warte mal. Bitte funktioniert. Yes. Yes, yes, yes. Das hat schon mal geklappt. Dann kann ich ja hier den Schallwerfer erstmal abmontieren. Oh! Degen halt durch, Junge. Bleibt noch ein bisschen im Fokus. Ja. Nicht direkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Nein! Shit! Worauf habe ich mich da eingelassen? Es werden einfach nicht weniger. Also schon irgendwo, aber halt jetzt nicht signifikant. Alter, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Und ich komme hier nicht mehr hoch. Shit. Alter, so viel. So viel dazu, Mann. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, ey. Oh shit, ich hab noch einen. Merkt ihr jetzt, was ich meinte im Sinne von die Ausdauer? Nicht so pushen? Ich hoffe, ihr merkt es jetzt, was ich meinte. Da hinten ist noch ein Explosionsfass. Opa! Komm schon. Ey, aber das Feld lichtet sich. Komm schon, Deacon! Immer in Bewegung bleiben, das ist das noch. Immer in Bewegung bleiben, nicht anhalten. Wirklich eine tolle Idee, Maschengräber auszuheben. Okay, cool. Okay. Aber die waren mit Sicherheit schon angedamaged. Wäre auch zu einfach gewesen. Shit. Man kann es schaffen, ja, aber empfehlenswert ist das nicht. Das war unsere erste Horde hier im Spiel. Vor allem mit witzigerweise auch nur 99%. Wo ist der letzte? Alter. Das, ja, 1600 im Vertrauensboost für Copelands Camp ist nett. Hordenkiller. 3%. Horden sind der gefährlichste Feind, den wir haben. Eines Tages, wenn ich bereit bin, werde ich sie alle niederbrennen. Boah. Das war ein Fight, ey. Hoch. Ah.
Das hier war eigentlich der beste Einstand, den ich hatte. Junge, 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 Junge. Aber man kann's schaffen. Aber, und das sage ich jetzt auch schon mal in weiser Voraussicht, aber behaltet im Gedächtnis, das hier war noch eine kleine Gruppe. Also im Sinne von Horde, das war halt wirklich echt winzig. IPCA-Technologie. Wait a second. War das jetzt ein Sammelobjekt oder? Was haben wir denn da gerade eingesammelt? Hast du laut Sammelobjekten gar nichts? Okay, vielleicht irgendein Herstellungsgegenstand oder irgendein Item, was zur Herstellung benötigt werden könnte. Das ist jetzt einfach mal so ein, ja, eine Vermutung, die ich da mal äußere. Aber geil, dann war das, was ich ja quasi angedacht hatte. Boah, Alter, Junge, also Züge und Güterwaggonweise wurden die hier angekarrt. Junge. Nee, im Sinne von, dass ich die... Na, sag schon, die Lautsprecher völlig umsonst abgeschossen habe. Mal gut, dass hier der Gang noch drin ist. Safe geht gleich die Alarmanlage an. Oder auch nicht. Aber so ganz Vertrauen hätte ich dem hier auch nicht geschenkt. Ach was! Oh. Ja, der Generator ist hier drin. Ja, da hätte ich natürlich auch lange suchen können. Problem ist halt nur, ich habe den Benzinkanister vorhin verwendet, um die Explosion anzufachen. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Und hier drin liegt wahrscheinlich keiner mehr, ne? Bei meinem Glück. Ja. Oder gab es noch einen hinten beim Moped? Ich bin mir da gerade uneins tatsächlich, weil wenn das der einzige gewesen war, dann hoffe ich mal, dass der zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder spawnt. Ah, Gott sei Dank. Okay. Moment, dann können wir das eigentlich auch... Wie viel haben wir denn noch? War das natürlich auch gleich mal dafür. Und deswegen, weil ich nicht möchte, dass großartig die Ausdauer oder irgendetwas anderes halt in Bezug auf diese Neuro-Injektoren, wie wir es hier gleich noch vorfinden werden, drauf auslege als Challenge Run, wollte ich auch nicht unbedingt die Horde anlocken. Gutes Timing.
Also ihr versteht, was ich damit meine, ne? Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Ja, und es gab keine Lautsprecher mehr. Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Ein Lappen. Ich hätte jetzt auch sagen können, mit Deacon sind es zwei, aber das werde ich in diesem Spiel nicht tun. Aber erstmal ein bisschen Licht. Davon, was ihr hier draußen verdammt nochmal macht? Ich würde mal eher sagen, Deke, dass das hier etwas damit in Verbundenheit steht. Das sind noch Aufnahmen vor dem Zusammenbruch. Sir, wir haben ein Problem. Wir haben eine Menge Probleme, Soldat. Welches meinen Sie? Da kommt noch ein Zug. Der ist bald da. Schaffen Sie die Leute von da weg. Zurück! Rufen Sie die Zentrale. Wir haben keinen Platz mehr. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen noch ein Dutzend Bagger hier. Sonst müssen wir dich fahren. Sir, Sie verstehen nicht. Verdammt, nein! Diese Arschlöcher in Portland hören nicht zu. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir keinen Platz haben. Die Straßen sind dicht bis zurück nach Farewell. Jedes Feld wird von hier bis zum Wald ist voll mit Leuten, die aus ihrem scheiß Auto kommen. Der Zug. Niemand abwartet. Wovon zur Hölle reden Sie da? Das Funkgerät. Es geht einfach niemand ran. Oh mein Gott! Schätze mal. Heißt das im Umkehrschluss, die hier per Zug mitgekommen sind, diese zwei, drei Waggons, die waren schon auf dem Weg hierher schon infiziert? Unangenehm. Also wie gesagt, ich könnte das Ding plündern, aber das werde ich nicht tun. Vielleicht ist das so eine Sache, die ich mit euch gemeinsam angehe, wenn wirklich die Story komplett ad acta, also wirklich abgeschlossen wurde. Dann vielleicht, aber jetzt nicht. Und mit dem Aufsatteln auf unser, naja, nicht ganz so geil ist, aber vielleicht irgendwann mal wieder ordnungsgemäß gutes Bike, ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Leute, ich hoffe, euch hat die Auseinandersetzung mit den paar relativ ungesunden Gestalten gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Days Gone.